Du willst das Google Display Netzwerk endlich profitabel nutzen? Ich zeige dir eine relativ einfache Lösung dafür. Viele verzweifeln ja am Google Display Netzwerk und das muss gar nicht sein, weil meine Mission wird es sein, dass du Google besser beherrschst. Doch da muss man sagen, da ist es so ein bisschen das Problem, dass Google meiner Meinung nach die Display-Kampagnen oder letztendlich die Display-Funktionalität mit Absicht sehr, sehr kompliziert gestaltet. Zusätzlich hast du ja noch recht hohen Druck vom Wettbewerb und das alles zusammen macht die Sache so kompliziert, aber das werden wir jetzt ändern. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Und du steckst regelmäßig Geld ins Google Display Netzwerk, doch die Performance bleibt aus? Dafür müssen wir erstmal drei Dinge klären. Erstens, wie funktioniert das Display Netzwerk überhaupt? Wie gehe ich ran? Und was ist überhaupt das Besondere an dieser Strategie? Ich bin ganz ehrlich, ich habe früher auch viel Geld im Google Display Netzwerk verbrannt. Mittlerweile sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Ich sehe das mittlerweile eher als eine Geheimwaffe, wenn man weiß, was man konkret will. Du kennst sicherlich die Situation. Du hast eine Search-Kampagne, die läuft sehr gut. Du hast vielleicht noch, wenn du E-Commerce machst, auch eine Shopping-Kampagne, die läuft auch ganz gut. Und irgendwann kommt der Druck, noch mehr zu wollen. Naja, und dann probierst du natürlich Display auch mal aus. Was du dann in der Regel feststellst, ist, dass die Performance leider überhaupt nicht ausreicht und nicht an Shopping oder Search rankommt. Meine Vermutung ist jetzt, dass du die Display-Kampagne genauso aufbaust wie eine Search- oder eine Shopping-Kampagne. Und genau das funktioniert halt nicht. Du musst dir mal vor Augen führen, wie das Display-Netzwerk überhaupt funktioniert. Du siehst Werbebanner an Stellen, wo du dich gerade überhaupt nicht für ein Produkt oder eine Lösung interessierst. Ja, du wirst jetzt natürlich sagen, hey Carlo, mach mal ganz ruhig. Ja, Remarketing, das funktioniert im Display-Netzwerk ganz gut. Ja, aber ich rede hier natürlich von mehr Reichweite, von Traffic, der halt nicht schon mal auf deiner Webseite war, den du nicht schon mal teuer eingekauft hast. Klar, es gibt auch spezielle Lösungen, wie zum Beispiel noch Lookalike Audience oder kaufbereite Zielgruppen. Ja, aber das ist alles nicht die Lösung, wenn du einen richtig großen Hebel ran willst und Display-Netzwerk skalieren lassen möchtest. Also bei unserem Kunden ist das letztendlich so. Wir sagen zum Kunden, hey, pass auf, es ist doch schon mal ein super guter Erfolg, wenn der User vom Display-Netzwerk selbst auf deine Webseite kommt und dann auf deiner Webseite bleibt und wir ihn bei der Stange halten können. Der Clou ist also, den User vom Display-Netzwerk auf deine Seite zu holen mit einer speziellen Landingpage und ihn dann einfach nicht zu verlieren. Das ist schon ein mega Erfolg. Das heißt also, was ist jetzt das Geheimnis dieser Strategie? Das ist ein Umdenken. Du musst die Conversions neu definieren. Du kannst nicht eine Conversion, die du bei Shopping oder bei Search hast, auch für das Display-Netzwerk nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du deine Conversion umstellst auf zum Beispiel 30 Sekunden Time on Site oder 60 Sekunden Time on Site, dann funktioniert dieses ganze Prinzip Display-Netzwerk wesentlich besser für dich. Zusammengefasst, es ist essentiell, die Conversions neu zu definieren und viel weiter oben am Funnel anzusetzen. Weil das ist Display-Netzwerk, Display ist Upper Funnel. Wenn der User also 30, 60 oder 90 Sekunden auf der Webseite von dir ist, ja, dann ist das doch ein mega Erfolg. Der hatte eigentlich gar keine Lust, auf deine Webseite zu gehen. Ja? Der hat was anderes gemacht, hat ein cooles Banner gesehen, gewechselt und bleibt jetzt auf der Seite. Mega. Ich kann dir jetzt natürlich nicht sofort zeigen, wie du spezielle Landingpages erstellst, aber was wir uns einmal jetzt direkt anschauen ist, wie du die Conversion umstellst für Display-Kampagnen. Und wie das Ganze jetzt geht, zeige ich einfach mal direkt in einer Kampagne. Und zwar, wenn wir in einer Display-Kampagne drin sind, ja, hier alle Kampagnen, Display-Kampagne, Display-Netzwerk, dann gehen wir auf Einstellungen und dann haben wir hier oben Zielvorhaben, das war mal woanders, die Möglichkeit, mit den ausgewählten Zielvorhaben die Leistung ihrer Kampagne gesteigert. Dann gehen wir hier auf kampagnenspezifische Einstellungen für Zielvorhaben verwenden. Und dann können wir hier ganz einfach die Zielvorhaben auswählen, auf die wir auch wirklich optimieren wollen. Das ist besonders dann wichtig, wenn wir, wie eben schon gesagt, Zielvorhaben nehmen, die halt für eine Display-Kampagne sozusagen erstellt worden sind. Ja, zum Beispiel die Time und Zeit. Und die müssten wir dann hier auswählen. Ganz, ganz wichtig, bei anderen Zielvorhaben beziehungsweise bei anderen Kampagnen, ja, da dürfen wir natürlich auch nicht Einstellung des Kontos für Zielvorhaben verwenden, auswählen, sondern bei den anderen Kampagnen, ja, dass da jetzt nicht überall Time on Site als Conversion gemessen wird, müssen wir dann hier auch natürlich zum Beispiel sagen, okay, das bleiben die Käufe, ja, und speichern das dann entsprechend ab. So sieht das Ganze dann in Google Ads direkt aus. Also, um das Ganze nochmal abzurunden, erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Ja? Ich habe früher Promotion gemacht. Das heißt, ich bin
auf die Straße gegangen und habe probiert, Leute auf der Straße anzuquatschen und die in einen Laden reinzuholen. Das war der unangenehmste Job, den ich jemals gemacht habe. An sich ist das Display-Werbung. Ja? Du gehst raus, sprichst Leute an, die eigentlich gar keinen Bock gerade auf dich haben, ja? Und musst die zwingen, in den Laden zu gehen. Und da war das bei uns immer so, das war eigentlich schon ein mega Erfolg, wenn ich es hingekriegt habe, die Leute in den Laden zu schicken. Ja? Es war nicht meine Aufgabe, die Leute irgendwie zum Kaufen zu bringen. Das war auch überhaupt nicht die Ambition, sondern es ging immer nur darum, hey, die Leute von der Straße holen, in den Laden rein. Die sollen sich da mal umgucken, die sollen da vielleicht mal irgendwie schauen, Produktprobe mitnehmen oder so. Das war der Erfolg. Und so ist das auch mit Display-Netzwerkkampagnen. That's it. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist hier oben ein großes Umdenken. Und für mehr Content und die Kontaktanfrage zu mir, unten in der Beschreibung findest du alle relevanten Links.